auspacken. Seht, ja, ich habe vergessen, ein Abo zu lösen. Und ich wollte denen auch nochmal eine Chance geben. Vielleicht wird diese Box besser. Ihr seht, die ist nicht besonders groß. Und aufgeräumt habe ich auch nicht. So, ich werde es jetzt einfach mal auspacken und wir schauen mal, was uns hier erwartet. Ja? Das sind wieder Bootbox. So. Wie mache ich das? Ich bin nicht komplett zur Seite. Ja, einmal, das sind die Häffchen. Ich hoffe, ich habe es richtig. Ja. Ich sehe Geister. So. Das ist das Bootbox Magazin. Ja, da schauen wir nicht ran, weil es wird uns ja alles verraten, was wir dann hätten. So, was haben wir denn als erstes? Ah! Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. So. Muss ich ungefähr sagen. Ein schicker Becher. Attack on Titan. Ja. Animation. Imported Hot Range Only with Warm Water. Wenn man was das also in die Spülmaschine benutzt, sollte man nicht in die Spülmaschine reinigen. Das ist wirklich verstehe. Jetzt mal schauen wir mal, wie es aussieht. Aha. Ist nicht schlecht. Das ist mal was anderes. Zeig mal, ich hoffe, ich kann das gut sehen. Ja. Und Keramik, kein Plastik. Ja, das ist mal nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist so an. Nicht schlecht. Alles klar, schon verarbeitet. Sehr schön. Packen wir die zur Seite. Dann haben wir hier, Box, wir haben das halt schon 17, ja, explosives Teil, könnt ihr das sehen, und Anstecknadel, oder Zweifel, wenn drauf steht, Piercing, nee, das ist ein schönes, was ist das, zeig mal kurz, Streets of Range, Perfekt Soundtrack. Das hat's immer geil. Oh, the Street of Rage, Player Select, Fighting in the Street, Attack the Barbarian. Barbarian, ja. Barbarian, Barbarian. Ich glaube, Familienspiel sieht Barbarian. Das war auch gar nicht schlecht, aber auch übelst brutal. Und Kia, ja, auch nochmal. So, Bonus-Track. So, so, so. Ja, muss man mal schauen. Ich will die Trackliste sehen, einigermaßen. Ich habe leider kein Feedback-Video. Ich habe keinen Monitor. Nicht sozusagen, ich habe keinen Monitor. Ich muss ungefähr raten, ungefähr. Ich habe es ungefähr eingeschätzt, dass diese vielleicht sichtbar ist. Ich hoffe, das funktioniert so. Also Street Fighter Soundtrack. Das ist schon mal gut. Das gefällt mir schon viel besser. Football. Böse Mütze, das hier unser kleiner Freund. Also, ich habe da nicht so einen Bedarf. Die Probe passt das gar nicht. Ich habe das Spiel jetzt hier gehört. So. Okay. So. Nicht schlecht. Dann schauen wir, was haben wir denn hier? Das war schon der letzte Teil. Kommt jetzt. Letzter Teil. Ein T-Shirt und für Walking Dead. Dead, okay, alles passt. Cool. Das ist jetzt mal schwarz tragen, das mag ich. Schwarz ist gut. Omi.
Black Walking Dead. Walking Dead. Ja, schon. Da haben sie beim Holding LC auch was gesagt. Nicht schlecht. Müssen wir auspacken. Nur so packen. Wir müssen einmal in die Maschine hauen. So. Das ist ja auch für mich, das ist so, halt mal die Größe für ganz gut. Das ist auch wieder so ein dünner Stoff. Aber beim letzten T-Shirt habe ich festgestellt, dünner Stoff hat auch extrem Vorteil zu den Regenmassen. Das ist eine Masse zusammen, das ist gut ammustativ. So. Walking Dead, was ist denn das? Civil Walking Dead Art Justiz Römis. In Englisch ist leider ein bisschen schlecht. Premium Walking Dead Produktion. Ja. Quick Gamas. Schere. Ja, nicht schlecht. Kann man nehmen. Also, eins. So. Das reicht euch für mich. Das kommt im Müll. Ja, das war schon. Das war die Box. Sie ist schon wieder leer. Auch hier wieder schön gemacht von innen. Und klar. Und. Ja. Ich habe gerade zwei Boxen gebrochen. Die haben gerade von Halloween noch so viel Süßigkeiten über. Und da hier jeder sein eingestapelt hat, wie dem es fest ist, jemand anders einstapelt, dann kann man natürlich so eine Box nehmen, um die Leckereien reinzutun. Mhm. So, das war's schon. Das war mir schnell, ja? So, ich muss jetzt weiter Kuchen backen, denn mein Jahrestag nähert sich und ich erwarte Besuch. So. Ja. Was. Ich wünsche euch was und wenn ihr noch mehr Unboxing meiner ziemlich unprofessionellen Art erleben wollt, ja, dann liked es und kommentiert es. Davor habt ihr noch andere Sachen, die ich vielleicht mal unboxen soll. So, ja. Also diese Box gefiel mir deutlich besser als die erste, die ich mir geholt habe. Also die kann man Daumen hoch geben. Geht ja wie gut. Das war die. Das müsste die Oberbox gewesen sein. Warte, bevor ich was vergesse, ich schau mal schnell nach. Was ist das Heft? Ja. Augenblick. Ich schau mal schnell nach. Wie viel Zeit habt ihr nicht, ne? So, infizieren ist. Auch infizieren ist schon mal alles gut. So. Welche Ausgabe? In dieser Ausgabe. Welche Ausgabe ist denn das jetzt? Steht das mal jetzt auf die Schnelle? Ich wollte jetzt nicht das ganze Heft euch vorlesen. Ich lasse mich mal durch. Mhm. Was ist denn das? Steht denn das in der Regel? So, übrigens, der Wert dieser Box soll. Also müsste so 16 Euro kosten. Ja, warum drüber schreiben? Soundtrack auch 16 Euro. Das kann durchaus sein. Ne? T-Shirt 20 Euro. Ja, doch. Becher 10 Euro. Na, das ist okay. Also ich glaube, die Werte, die sie jetzt diesmal angegeben hat, die treffen das wohl. Das ist die Box tatsächlich auch mehr wert als. Aber welche Box ist denn jetzt? Wo steht denn? Ach, oh, komm, hier vorne steht's. Da steht's. Das ist die Novemberbox. Alles klar. Dann sind wir mal sehr gespannt, was in der Dezemberbox drin ist, weil das ist ja dann auch die Weihnachtszeit. Dann kann man ja ein bisschen was machen. Ach ja, die Musik hole ich raus. Die wird auf meinen Computer übertragen. Dann habe ich ein bisschen Musik für den Hintergrund. Alles klar. Habt euch wohl und lasst einen Daumen nach oben. Würde mir gefallen. Und. Ja, abonniert mich natürlich und benutzt die Glocke, wenn ihr keinen Film verpassen wollt. So, kein Video. Alles klar, das war's. Ciao. Tschüss, bis jetzt. Ich hab's gebrochen.